Der Person des Dr. Warlow erhielt Zwei-Naundorf nach dem Zweiten Weltkrieg einen eigenen Arzt. Allerdings musste dieser die Praxis aus gesundheitlichen Gründen wieder aufgeben. Sein Platz nahm am 1.10.1949 Dr. Volker Spielmann ein. Unserer Meinung nach ist ein Alltagsheld jemand, der sich nicht durch eine einzelne Tat, sondern durch die Gesamtheit seines Handelns auszeichnet. Ja, was macht Herrn Dr. Spielmann bekannt? Eigentlich die Tatsache, dass er weit über 50 Jahre in Mölkau eben ein angesehener Arzt, Hausarzt, praktischer Arzt war. Spricht man Herrn Dr. Spielmann auf seine Arbeit an, so wirkt er bescheiden und meint einfach, seine Pflicht getan zu haben. Unterhält man sich jedoch mit seinen ehemaligen Patienten in Mölkau, so wird schnell klar, dass sein Engagement weit über die Pflichterfüllung hinausging. Fest steht, schon zu Beginn seiner Laufbahn schaffte es Herr Dr. Spielmann, trotz der schwierigen politischen Umstände, seinen Weg zu gehen. Ich bin geboren im Jahrgang 1921. Und bin in Leipzig groß geworden. Bin zunächst auf die Grundschule gegangen, 4 Jahre, und dann auf ein Gymnasium, das nannte man aber damals Oberschule. Und habe dann die ganze Schule durchgemacht, bis zum Abitur. Da wäre als Besonderes zu erzählen, dass ich 1940 beim Abitur nur mit 2 anderen zur Prüfung zugelassen war, weil die anderen tätig waren in Betrieben, wo Kriegsmaterial hergestellt wurde. Ich betone nochmal, das war 1940, da war also Krieg. Nach seinem Medizinstudium in Berlin und Würzburg zog es ihn 1947 zurück in seine Heimatstadt Leipzig, in der er wenig später auch das Staatsexamen mit gut bestand. Als Besonderes muss dann noch zu erzählen sein, wenn ein junger Mann oder auch eine junge Frau jetzt Staatsexamen gemacht hat, dann kommt er erst jahrelang in der Ausbildung. Theoretisch war das bei uns auch, aber da 1947 der Krieg gerade beendet war, kam es dann so, dass wir gleich als Stationsarzt eingesetzt wurden. Und da fehlte uns ja natürlich nun noch ein bisschen, wie sich alles verhält. Wie so ein Ablauf ist auf einer Station. Und da habe ich es dann so gemacht, Frühsprechstunde, was mir nicht klar war, aufgeschrieben und in der Mittagspause mich kundgemacht, um dann in der Abendsprechstunde gut Bescheid zu wissen, was alles los war. Selbst die schwierige Arbeit im Krankenhaus St. Jakob hinderte Volker Spielmann nicht daran, jahrelang monatlich Blut zu spenden, was ein weiteres Zeichen für seine Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen ist. Durch den Krieg ist natürlich mir und auch allen anderen, die in diesem Jahrgang geboren waren, die schöne Zeit zwischen dem 18. und 24. Lebensjahr in der Heimat nicht gekonnt gewesen, weil wir ja eben, wie gesagt, Krieg hatten.
Als er sich 1949 selbstständig machte, entschied sich Herr Spielmann gegen Lindenthal für Mölkau als Standort seiner Praxis. Diese Entscheidung bereute er nie, und so praktizierte er erst unter beengten Bedingungen, bis es später zum Umzug in eine neue Praxis kam. Schon also 1951 ist er nach Mölkau gekommen und hat im ehemaligen Gemeindeamt Zwernalendorf die Praxis eingerichtet, bis er dann, das weiß ich aber jetzt nicht so genau, in die heutige Albrechtshainer Straße, jetzt ist es die Nummer 66, gezogen ist und dort in einem Einfamilienhaus seine Praxis neu eingerichtet hat. Ich kriegte ein Schreiben von der Ostsee, ob ich dort eine Praxis übernehmen will, weil ich hier so beengt war. Und das hat unser Bürgermeister damals irgendwie erfahren. Und da hat er mir dann größere Räume gegeben. Der Arztberuf, der hat mich ausgefüllt und ich habe Erfolge gehabt. Und wenn man Erfolge hat, dann gefällt es einem noch mehr und dann will man gar nichts anderes. Ja. Trotz des zeitintensiven Praxislebens entschied sich Herr Dr. Spielmann, die Leitung des erst kürzlich gegründeten Mölkauer Karnevalvereins zu übernehmen. Eines Tages kam aus dem, das hieß damals das Kulturhaus, das war eine Gaststätte mit Saal, die Verwalterin zu meiner Frau und zu mir und sagte, sie hätten einen Karnevalsverein gegründet, aber sie hätten keinen Präsidenten, ob ich nicht den Präsidenten machen will. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht, ich habe da überhaupt keine Ambitionen für. Und sie drängelte aber immer weiter und meine Frau sagte dann, ach, mach's doch mal. Da habe ich es angenommen. Naja, also die Sache mit dem Karnevalsclub, das war schon eine ganz wunderbare Sache. Also er hat sich dort, man glaubt ja eigentlich gar nicht, dass also ein Arzt, ein Doktor nun sich hinstellt und urplötzlich Humor macht, Humor verbreitet und so weiter. Und das hat er wunderbar gemacht. Ich denke schon, er brauchte da gar nicht über seinen Schatten zu springen, denn in gewissem Maße war er auch ein kleiner Schelm, so, nicht? Und das war schon eine gute Sache. Im Grunde genommen war es so. Es war dann auch ein Zugpferd, ja, wenn es hieß, der Dr. Spielmann, den hier im Ort jeder kannte, ist Vorsitzender vom Karnevalverein, war das natürlich extra nochmal schön, ihn mal so von einer anderen Warte und Position zu sehen. Das war für viele natürlich auch interessant, ihren Doktor, ihren Hausarzt mal ganz anders zu erleben, als bloß im weißen Kittel. Und da haben wir eine Vorstellung gemacht und haben natürlich vorher geübt. Da gab es nun das Damenballett und das Herrenballett und das Jugendballett und die einzelnen Vortragenden. Und gab es auch Tanzeinlagen. Das war also sehr abwechslungsreich und das sprach sich im Ort rum. Und da wurden wir so bekannt, dass die Leute stundenlang sich anstellten, um Karten zu kriegen. Bei Auftritten fiel Herr Dr. Spielmanns Programm durch sarkastische Kritik am politischen System auf. Ich sagte nach der Begrüßung in so einen Saal, wenn ich das einführen darf, ging zwischen 300 und 400 Personen rein und das war immer ausverkauft. Erzählte denen, wie sie dann am besten nach Hause kommen. Da gäbe es grüne Fahrscheine für den Bus und es gäbe rote Fahrscheine für die Straßenbahn. Die sollten sie sich alle zurechtlegen, weil es im Bus dann sehr voll wurde. Und dann sagte ich laut, die Grünen und die Roten passen gut zusammen. Das war doch was Gefährliches, sowas zu sagen. Ich kriegte dann hinterher zu erfahren von einem,
in höflicher Form, ich möchte doch das nicht wiederbringen, das nur mal so einzufügen. Aber bekannt, das war der bekannteste Karnevalspräsident, den wir hatten, weil es eben der Arzt hier war und er ist ja allen Müllkauern bekannt. Und er hat Bier nicht aus dem Glas getrunken, sondern aus dem Pempel, aus dem Tonpempel. Das war was Besonderes, ja. Ja, er hat nie das Glas gehabt, sondern immer so einen Tonpempel. Hm. Ja, war schon gut. Wir haben alle Faschinge miterlebt, vom ersten Fasching. Wann war der erste? 1981 oder 82 war der erste Fasching. Und da war er positiv. Mit der Zeit der Wiedervereinigung änderten sich die Umstände für Praxis und Karnevalsverein drastisch. Ja, mit der Wendezeit die Jahre sind dann die Patienten natürlich vor allen Dingen in der Wendezeit dann auch weniger geworden. Erstens mal sind viele ältere Patienten auch in der Zeit verstorben. Und wie das war, die Jungmuttis, die sind dann zu anderen Ärzten gegangen, zu jüngeren Ärzten gegangen. Und so wurde das nach und nach dann in der Praxis schon weniger. Wir haben das dann auch schon gemerkt. Also der ganz große Andrang fand dann meistens nicht mehr statt. Und die Wendezeit hat uns eigentlich, er war ja seit 1982 Präsident des Karnevalclubs, eigentlich ganz schön zu schaffen gemacht. Denn urplötzlich mussten wir nicht mehr aufpassen, was wir sagen. Wir konnten alles sagen. Und das war eigentlich das große Problem. Und mussten trotzdem die Menschen eben zum Lachen bringen können. Und dann kam natürlich auch eine Unmasse neuer Medikamente auf uns zu oder auf den Markt, wie immer man das sagen will. Es war dann doch ziemlich unübersichtlich auch so. Für jemanden, der so seine Standards, will ich mal sagen, hatte für bestimmte Krankheiten. Und ich will Ihnen mal noch was zeigen. So sah in der DDR das Arzneimittelverzeichnis aus. Und so sieht jetzt das Arzneimittelverzeichnis aus. Ist das ein Unterschied? Ja. Es gibt viel mehr Arzneimittel. Ja. Und ja, damit ist eigentlich gesagt, es soll ja wohl 60.000 Arzneien geben. Aber das hat bloß mal einer so erzählt. Ob das stimmt, weiß ich. Ja, dann war ein großer Umbruch in den Praxen auch die Einführung des Computers, Chipkarten und so weiter. Vorher hatten die Leute so ein SV-Buch und da wurde alles eingetragen, wann Arztbesuche waren, Krankheiten eingetragen. Dann gab es Impfausweise, wo die Impfungen eingetragen wurden und so weiter. Und da hat sich dann doch vieles auch verändert mit den Chipkarten und dadurch, dass halt überall auch in den Praxen die Computer Einzug hielten. Es war dann schon sehr viel neu. Das war sicher nicht sehr einfach. Ich denke mal schon, die sind gern zum Herrn Dr. Spielmann gegangen. Und wie gesagt, dadurch, dass es noch ein Arzt war, der, wie gesagt, die Familien oft, er kannte die Kinder, die Eltern, die Großeltern, ja, es war so, er wusste über die Familienverhältnisse ein bisschen Bescheid und das ist eigentlich ja auch ein wichtiger Teil der ärztlichen Arbeit als solches, dass man ein bisschen weiß, wer sitzt denn vor mir. Ich habe immer Freude dran gehabt, wenn ich jemandem ein bisschen helfen konnte. Also es gibt doch Typen, die gerne einem anderen was auswischen.
zu denen habe ich nicht gehört. Und eben weil es ihm so viel Spaß machte, anderen Menschen zu helfen, unterhielt Herr Dr. Spielmann seine Arztpraxis bis weit über das Rentenalter hinaus. Nun war es eigentlich so, dass die Ärzte immer so die frei praktizierenden Ärzte mit 65 Jahren aufhörten, ihre Praxis zu betreiben. Aber ich fühlte mich vollkommen wohl und habe deshalb nicht aufgehört. In den alten Bundesländern gab es eine Verordnung, wonach ein Arzt nicht länger wie 68 Jahren arbeiten durfte. Das galt aber nicht für die neuen Bundesländer. Und so verging ein Jahr nach dem anderen. Ich hatte Wohlbefinden und wie gesagt, also gesund, kein Grund zum Aufhören. Es war ja nun auch so, dass ich dort sehr bekannt war und man bei vielen Familien der Hausarzt war. Die wollten auch keinen Wechsel. Und ich, wenn ich mich jetzt wiederhole, sage das nochmal, fühlte mich sehr wohl, warum soll ich also aufhören? Bis es natürlich eines Tages so weit war, dass ich Schwierigkeiten in der Wirbelsäule mit Abnutzungserscheinung bekam, sodass ich also dann nicht mehr arbeiten konnte. Durch seine ehrliche und kompetente Art sind alle Mölkauer, die wir während unserer Produktionszeit trafen, äußerst gut auf Herr Dr. Spielmann zu sprechen. Sie hielten gerne inne, um sich an alte Zeiten zu erinnern. Zeiten, in denen ein Dorfarzt immer für seine Patienten da war und ein Karnevalsvereinspräsident es schaffte, die Zuschauer zu verzaubern. War eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit und war auch ein überaus fleißiger Mann, der halt vor allen Dingen auf seinem Gebiet jetzt sehr fleißig war. Bevor wir früh angefangen haben, hat er ja schon noch so seine Hausbesuche gemacht. Nach der Praxis nochmal Hausbesuche. Er war ja da auch sehr fleißig und hat die Leute besucht. Es gab ganz viele ältere Leute dann in späteren Jahren, die halt immer gewartet haben, bis er kam. Trotz politischer Kontrolle der Kultur und Geräte- und Medikamentenknappheit zu Zeiten der DDR schaffte es Dr. Spielmann, das Leben seiner Generation zu verbessern. Dafür ist man ihm heute noch dankbar. Auch wenn ihm weder Statuen erbaut, noch Straßen nach ihm benannt wurden, so ist jeder stolz, dass es ihn gibt. Und das zeigen uns die Leute mit ihrer Herzlichkeit, wenn sie von ihm erzählen. Wir haben ihn erlebt die ganzen Jahre als Karnevalspräsident. Für ihn war es immer selbstverständlich, seine ganze Energie für seine Patienten aufzubringen und sich darüber hinaus in der Dorfgemeinschaft zu engagieren. Sein Mut zur politischen Satire und seine Bereitschaft, den Mölkauer Karnevalsclub zu führen, wurden in der dichterischen Chronik des Vereins mit Stolz niedergeschrieben. Diesen Karneval, das war natürlich noch einmal so ein bisschen ein Ausgleich wahrscheinlich für ihn, mal so was ganz anderes. Aber wie gesagt, er war total ein fleißiger Mensch, das muss man wirklich sagen. Und immer wenn man ihn brauchte, ist er halt auch da gewesen. Das war für ihn das A und O, dass die Leute, die Patienten sich auf ihn verlassen konnten. Auch wenn die ältere Gemeinde ihn kennt und er stets gute Arbeit leistete, so wird es ein herzlicher Umgang mit Patienten bei vielen Bürgern der jüngeren Generation auf Ablehnung stoßen. Und so geschieht es, dass von den unter 25-Jährigen kaum noch einer den Namen des Arztes kennt, der Mölkau 55 Jahre lang treue Dienste leistete. Die Zeiten haben sich eben geändert. Ja. Vor dem Beginn unseres Projekts waren Helden für uns Übermenschen und es schien unmöglich für den normalen Bürger, jemals diesen Status zu erreichen. Heute ist uns klar geworden, dass jeder Mensch ein Held sein kann, indem er zum Beispiel seinen Beruf, das Leben der Menschen zu verbessern, zu seiner Lebenseinstellung erklärt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für einen Arzt, wenn er dann am Ende seiner beruflichen Laufbahn sagen kann,
Ich habe mich für die Menschen eingesetzt, ob jung oder alt, ob, was weiß ich, Mann oder Frau oder wie gesagt eben unabhängig vom sozialen Status. Und das war eigentlich eine ganz wunderbare Sache bei ihm. Und da habe ich dann aufgehört, aber Sie können sich vorstellen, wenn man 55 Jahre das macht und sich eine Praxis aufgebaut hat und man bekannt ist und dann mit einem Schlag Schluss ist, dass das was Furchtbares ist. Und da kommen die Tränen in die Augen. Das werde ich nie vergessen.